Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, viele in der Unterrichtung aufgeführten Punkte wie Barrierefreiheit in den Bereichen Wohnen und Medien sind nur zu begrüßen. Für den Bereich der Bildung lehnen wir, und das dürfte Sie wenig überraschen, die Inklusion kategorisch ab. Ich erinnere an den entsprechenden Antrag unserer Fraktion und möchte den ein oder anderen Grundgedanken hier und heute noch einmal wiederholen. Gern wird von den Inklusionsbefürwortern eine entsprechende UN-Behindertenrechtskonvention herangezogen. Dieser steht aber mit keinem Wort geschrieben, dass Behinderte und Nichtbehinderte generell gemeinsam zu unterrichten seien. Das Inklusionsexperiment stellt Lehrer, Schüler und Eltern vor zusätzliche Herausforderungen. Schon dadurch, dass auf behinderte Schüler im regulären Klassenverband besonders eingegangen wird, werden leistungsstarke Schüler unterfordert, derweil es bei den Leistungsschwächeren zu einer Überforderung kommt. Die Folgen sind Frustration und womöglich Spannung, die dem Ziel eines solidarischen Klassenverbandes unter Einschluss Behinderter zu schaffen, letztlich entgegenstehen. Schulexperten warnen hierbei vor dem Entstehen klasseninterner Subsysteme, die zu Mobbing und spezifischen Konflikten führen können. In der Folge werden noch mehr betuchtere Eltern ihre Kinder auf Privatschulen schicken. Auch sind die Kosten, die mit der Umstellung auf das Inklusionsmodell verbunden sind, immens. So hat der Bildungsökonom Klaus Klemm von der Uni Duisburg Essen errechnet, dass sich die Kosten der Inklusion pro Jahr auf über 660 Millionen Euro belaufen. Die Aufwendungen ergeben sich in erster Linie aus dem zusätzlichen Bedarf an Lehrern, Sonderpädagogen, Psychologen und Therapeuten. Und dennoch wird weiter behauptet, dass der gemeinsame Unterricht Kosteneinsparungen ermögliche. Welcher Irrtum, wie ein Blick über die Landesgrenzen beweist. Nach Angaben des brandenburgischen Bildungsministeriums würde die Inklusion allein in Brandenburg Mehrkosten von satten 265 Millionen Euro mit sich bringen. In Brandenburg wären mindestens 5.300 neue Lehrerstellen vonnöten. Internationale Studien legen überdies den Schluss nahe, dass für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf und Verhaltensauffälligkeiten Spezialschulen geeigneter sind, um ihnen auf diese Weise eine angemessene Förderung zuteilwerden zu lassen. Finnland mit seinem ausgefeilten Bildungssystem verfügt nach wie vor über ein fein verästeltes System von Spezial- bzw. Förderschulen. Selbst die Gewerkschaft GEW weist auf Risiken der Inklusion hin. So zweifelt sie an der Qualität des gemeinsamen Unterrichts und sagt voraus, dass viele Lehrer mit dem Anspruch, den extrem unterschiedlichen Leistungsprofilen der Schüler gerecht zu werden, schlichtweg überfordert sein werden. Wir Nationalen stehen auf dem Standpunkt, dass Ungleiches auch ungleich behandelt werden und gefördert werden muss. Die radikalen Inklusionsbefürworter hingegen tendieren sogar dazu, die Kategorien von Behinderung schlichtweg zu negieren. Sie würden einen diskriminierenden Charakter aufweisen. Man sei deshalb gut beraten, sich von ihnen zu trennen. Professor Bernd Abeck bringt es auf den Punkt, wenn er bemerkt, Zitat, was ist eigentlich so schlimm daran, wenn in einer Fachsprache gefasst wird, dass eine konkrete Person blind ist oder eine starke Sehbehinderung aufweist? Was ist so unerträglich an einem besonders langsam und wenig erfolgreich lernenden Kind, dass es sich verbietet, seine Schwierigkeiten kategorial zu benennen? Warum dürfen gravierende psychische und soziale Probleme, die Kinder zu massiven Verhaltensstörungen führen, nicht als solche in einer klarifizierenden Fachsprache begrifflich erfasst werden? Warum soll man nicht anerkennen und entsprechend benennen, dass Menschen durch eine massive Beeinträchtigung ihrer sprachlichen oder intellektuellen Fähigkeiten im Leben ernsthaft behindert sind? Oder auch deshalb, weil sie kaum noch oder fast gar nichts mehr hören. Und an anderer Stelle? Worauf soll sich eine Bewertung stützen, die sich ausschließlich am Individuum orientiert? Wer beantwortet die Frage, was jemand erreichen kann? Was sind sinnlose Anforderungen und worauf muss aus gutem Grund verzichtet werden? Was ist über- oder was ist unterfordernd? Ohne explizite und aus einem äußeren Rahmen abgeleitete Norm- und Zielvorstellung fällt die Entwicklung eines Kindes der Beliebigkeit anheim. Ein zielgerichtetes pädagogisches Handeln wird dadurch in Frage gestellt, wenn nicht gar gänzlich aufgehoben. Wir von der NPD lehnen die Inklusion nach wie vor ab. Wir fordern die Beibehaltung des Förderschulsystems. Dies ist nicht nur gerechter und effizienter, es ist obendrein auch noch kostengünstiger. Vielen Dank.